Juhu! So, nach zwei Charakteren erstmal im Arcade-Modus und dann geht es mit diesem einen Modus weiter. Waffenmeister, ich vergesse jedes Mal den Namen. Astaroth und Boldo. Cassandra. Eins frage ich mich, warum ist sein Herz zwischen seine Brust, also von seiner linken und rechten Brust. I'm going all out. Aber naja, okay. Ich denke mal, mit Astaroth werde ich auch ein bisschen Probleme haben. Weil er ungefähr so wie Nightmare ist. Bis jetzt ist er ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass wenigstens Waller ein bisschen besser ist. Und nicht so wie im letzten Part. Versus Yun Sung. Youth. Be gone, you scum! Quit now! If you want to live! Final battle! Fight! Mann, ich hab grad mit Kreuz, wollte ich grad nach unten angreifen, aber mit Kreuz block ich ja auch. Versus Voldo. The pup. Don't scream, worms! Final battle. Fight! Der war gut gekontert. Okay. Versus Mitsurugi. Wie gesagt, er ist jedes Mal dabei. Shut up and die. Fine. I accept your challenge. Final battle. Fight. Versus Ivy. A different. It will rain blood today. Get final battle. Fight. Yeah.
Knockout. Alter, auch wenn es weiter mit dir so geht, dann wirst du es nie durchschaffen, Alter. Aber ich wusste, dass du mit ihnen auch Schwierigkeiten haben werde. Ja, du bist auch lächerlich. Versus Raphael. Love. Don't expect to die peacefully. Well then, let us dance. Final battle. Fight. Alter. Es ist so wie im letzten Part. Herz lebt es ganz gut mit einigen Charakteren. Was? Nein. Also mit Nightmare und Albion, dann ging es gar nicht mehr irgendwie. Aber schwer, also langsame Charakteren liegen mich überhaupt gar nicht, so wie Ivy. Maxi war okay. What? Do you remember me, you freak? Pretentious little bug. Final battle. Fight. Ja, ich hab durch Betrug verloren. Einige Stände habe ich richtig gesehen. Er hat mich eigentlich nicht berührt. Final battle. Fight. Und eigentlich hat sich ihn da im Moment jetzt berührt. Was mich noch total aufregt oder manchmal nervt. Wenn ich nach unten angreifen möchte, machen die einfach einen Schritt. You all look the same to me. Würmer, ich weiß. Versus Inferno. The seal was... Final battle. Fight. Um dem Schwert die Macht zu verleihen, die sein Meister ersehnte, war Astaroth bereit, den Preis zu zahlen. Er verschlang zahllose Seelen, weidete sich an ihrer Angst und opferte sich schließlich selbst. Was? Niemand kannte die wahren Absichten des Gottes der Zerstörung, doch für Astaroth gab es kein Zurück mehr. Sein Körper verschmolz mit der bösenartigen Klinge und Astaroth wurde der gefürchtete Sensemann der Schlachten. Bösartigen stand er übrigens und nicht
was ich da gerade vorgelesen habe. Mann, wieso kann man das nicht einfach überspringen, Alter? Ja, ich kann es wirklich nicht überspringen. Man muss immer jedes Mal die hässliche Sequenz angucken. Voldo, ich hoffe, der ist einfacher zu steuern. Oder einfach allgemein besser. Nämlich aufgenommen, am Anfang konnte ich eigentlich sehr gut mit den Charakteren ungefähr so umgehen, aber dann, nach meiner Meinung nach, wurden die immer ein bisschen schlechter. Also wie gesagt, am Anfang ging es ja eigentlich relativ gut, aber ich glaube ungefähr ab Maxi oder ab einer von hier, ab die ging es überhaupt gar nicht mehr. Voldo. Versus Shanghua. She stands a- Here I come! Final battle. Fight! Einfach mal weggeschossen! Dafür wurde es ziemlich gelenkig. Versus Kilik. Aber trotzdem frage ich mich, warum der so pervers bekleidet wurde. Ist er irgendwo ein Dominant oder so gewesen? LOL. Versus Ivy. It's time to die. Final battle. Fight. Versus Taki. I'm through with words. Final battle. Fight. No Ja, Voldo ist erstmal okay. Also mit denen kann man auch schnell reinkommen. So, noch ein bisschen üben, wie mit jedem Charakter. Okay, ich muss eigentlich allgemein üben und halt sehr gut mit den Charakteren allgemein umzugehen. Aber Voldo lässt sich wieder gut spielen. Erstmal. You're all the same. Würmer, ja? Fight. Das Einzige, was ich noch lernen muss, ist mehr auf Verteidigung und ruhig zu spielen. Ich drücke einfach zu schnell die Knöpfe. Also jetzt viel kommen muss und so. Aber wie gesagt, weil ich zu sehr auf Tekken spezialisiert bin. Also ich bin einfach zu sehr an Tekken gewöhnt. Deswegen, ja, spiele ich halt so.
versus Raphael. Danach kam ja Dead or Alive. Die Franchise-Serie. Summer Madness. Final Battle. Fight. Naja, wenn die nah... Versus Yoshimitsu. Oh, Yoshimitsu. Also ich weiß, dass der auch... A merchant of human lands. Absurd. Final battle. Fight. Also ich weiß, dass auch Yoshimitsu ja auch hier mitmacht wie Heihachi, aber Yoshimitsu ist hier in Soul Calibur eigentlich schon ein Main-Charakter. Aber anders zu Tekken spricht hier Yoshimitsu. Was war das denn jetzt, Alter, wie ein Scheiß? Fight! Mann, Yoshimitsu, geh mir nicht auf die Nerven! Knockout. Neus? Hab ich ihn wirklich noch berührt? Das muss ich jetzt angucken. Ich hab ihn nur am Bein getroffen. Versus Inferno. Okay, aber wenn ich jetzt richtig mitbekommen habe, ist Voldo, also ist der ein, war ja so ein Sklave halt, wie Menschenhändler halt. Deswegen ist er so. Yoshimitsu, glaube ich. Fight. Was? Wieder manchmal das blöde Feuer nicht, dann könnte man besser sehen, ob der schon besiegt ist oder nicht. Voldo genoss die Glücksmomente in der vertrauten Dunkelheit. Also es wurde böse. Er trug das heilige Schwert zum Altar. Nun würde der Wunsch seines Meisters in Erfüllung gehen. Genau in diesem Moment erfüllten sich ihre sehnlichsten Wünsche und Voldo hörte wieder eine vertraute Stimme. Er sollte für alle Zeit in den Schatten lauern und seinen Meister zu schützen, bis zum heutigen Tag. Okay, also gehört Voldo mit zu dem Bösen. Das stimmt, das wusste ich ja schon vorher eigentlich. Ja, die Standardcharakteren sind alle durch. Damit kommen das nächste Mal der Modus Waffenmeister und da werde ich dann die restlichen freischaltbaren Charakteren freispielen. Und dann geht es wieder weiter im Arcade-Modus. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und dann, ja, wie gesagt, sehen wir uns das nächste Mal beim Waffenmeister. Ich bin gespannt, was auf mich erwartet. Vielleicht ist es einfach eine Story. Ziehe durch das Land und sammle Waffen. Ja. Ich bin gespannt. Tschüss.